So, dann legen wir auch gleich los. Die Zeit ist rar. Und wir beginnen heute. Ich zeige euch, wie ich die Creative Cloud für mich nutze. Speziell Photoshop in Kombination mit der Capture App. Und jetzt mal ganz, ganz ehrlich, wer von euch kennt denn die Capture App überhaupt? Hände mal hoch. Wow, da werdet ihr viel lernen. Mit der Capture App könnt ihr Texturen und Pinselspitzen zum Beispiel selber machen, aber auch Farblooks. Und wenn ihr die Bibliothek nutzt bei Photoshop, dann sind diese direkt dort anzufinden und ihr könnt direkt damit arbeiten. Und das schauen wir uns heute an. Für alle von euch, die noch nicht wissen, wer ich bin, mein Name ist Laura Helena, ich bin 26 Jahre jung. Sven hatte gefragt, vor 6 Jahren habe ich das Fotografieren gerade begonnen. Also nein, ich hatte eindeutig noch nicht hier gestanden. Und ja, bin heute Trainerin unter anderem für Adobe, PhotoTV, Video2Brain. Und sprechen vor euch ist wirklich eine große Ehre und Leidenschaft für mich. Auch mal so viele von euch wirklich live hier zu sehen, das ist echt das größte Lob. Heute geht es darum, Fantasy Composings mit der Creative Cloud zu kreieren. Denn einige Funktionen sind euch sicherlich noch nicht bekannt und gerade die Capture App werdet ihr lieben lernen. Da gucken wir jetzt erstmal so ein bisschen in meine Arbeiten. Das ist zum Beispiel eine meiner liebsten Arbeiten, das ist die Zeit. Hier geht es um Vanitas, Vergänglichkeit. Ihr seht, vieles schon im Vorfeld passiert. Aber eben im Nachhinein wird bei mir viel mit Texturen gearbeitet. Und ich habe gelernt, dass man diese auch sehr, sehr gut selber machen kann. Auch hier bei der Schwarzen Witwe mal ein bisschen was Düsteres. Also es geht von blumig über düster, träumerisch, ist alles mit dabei. Auch hier viele Texturen im Spiel. Und in den nächsten Minuten werde ich euch zeigen, wie ihr diese wirklich einfach selbst machen könnt. Wir werden eine Photoshop-Datei von Anfang bis Ende durchklicken, wo ich die Texturen zum größten Teil selber gemacht habe. Und dann habe ich natürlich auch noch ein kleines Geschenk für euch, nämlich eben genau die Photoshop-Datei zum Nachvollziehen und die Rohdatei, wo ihr es dann vielleicht selbst mal dran üben könnt. Auch märchenhaft bin ich gerne mal unterwegs und ich mag es gerne, wenn Bilder nicht nur schön sind. Es darf auch mal ein Bild einfach nur schön und harmonisch sein. Aber ich mag es auch gerne, wenn irgendwie so ein bisschen Storytelling drin ist. Zum Beispiel das Rapunzel, was sich die Haare abschneidet. Ich meine, wir kennen das alle. Eigentlich hat sie mit ihren langen Haaren einfach nur Ärger. Ja? Sie kommt aus ihrem Turm nicht raus und ganz einfach, sie hat keine Lust mehr. Sie schneidet sich die Haare selber ab und das ist quasi der Befreiungsschlag. Das ist so meine Geschichte in dem Bild. Inspiriert von Rapunzel. Ihr könnt das Rad nicht neu erfinden, aber ihr könnt es auf eure Art und Weise interpretieren. Und genau so will ich euch heute mitnehmen und euch auch inspirieren. Die Zutaten für dieses Bild. Wir orientieren uns heute an diesem Bild, denn dieses Bild habe ich mit fast allen meinen selbstgemachten Texturen bearbeitet, mit Hilfe der Capture App, Lightroom und Adobe Photoshop. Der Kelvin ist ganz schön laut, der kriegt gleich eins auf den Deckel von mir. Hier seht ihr die Rohdatei, so kam das Bild aus der Kamera raus, ja? Mit der Kamera 5D Mark II fotografiert, schön offenblendig, 100 mm und eben out of cam wirklich so. Wir haben schön Komplementärtöne, Rot und Grün, aber jetzt zeige ich euch einfach mal, was schon möglich ist, wenn ihr dann Lightroom einsetzt. Ich nutze auch sehr gerne Camera Raw, aber bei diesem Bild habe ich Lightroom genutzt, weil ich da eben einige Presets hinterlegt habe, die ich auch nur dort habe. Also, wenn wir hier rüber gehen, sehen wir, bei Lightroom kriegt das Bild schon einen Farblook, eine Vorentwicklung, nutze ich vor allen Dingen gerne bei Hochzeiten. Am Ende, mit der Verfeinerung von Photoshop und der Capture App, kann das Ganze dann eben diesen Look kriegen. Und wir werden gleich hier live auf der Bühne das Ganze dann auch mal testen, denn diese Muster, die ihr hier seht, die habe ich selbst gemacht. Das sieht jetzt erstmal ganz schön schwierig aus, denn entstanden sind diese Muster tatsächlich aus meinem selbstgemachten Hintergrund. Ja, also da ist es wirklich cool. All diese drei Muster aus dem gleichen Hintergrund, je nach Abstand. Ich werde das gleich auch einmal live demonstrieren. Oder diese Pinselspitzen, auch die habe ich selber gemacht. Und es ist ja immer problematisch, schöne Schriften und so zu finden. Ab jetzt absolut gar nicht mehr. Mit der Capture App habe ich hier zum Beispiel meinen Bilderrahmen fotografiert. Hier habe ich meinen Hintergrund wieder fotografiert. Hier habe ich meine Portfoliomappe fotografiert. Hier habe ich ein Märchenbuch von mir fotografiert und so weiter und so fort. Und all diese Texturen kann ich dann in meine Bilder einfügen, was dann am Ende eben so aussieht. Und bevor ich euch jetzt demonstriere, wie das Ganze funktioniert, hier live auf der Bühne,
habe ich ein Geschenk für euch. Und zwar, wie gesagt, alle meine Texturen, die ich hier verarbeitet habe in meiner Bibliothek, bekommt ihr. Dann einmal die Rohdatei zum Üben und die Photoshop-Datei, damit ihr es überhaupt auch nachvollziehen könnt, wie das gemacht wurde. Denn dieses mit Texturen jonglieren ist gar nicht immer unbedingt so einfach. Und zudem ist da noch ein 50-Euro-Gutschein bei. Also schaut einfach mal rein. In 2 Wochen wird auch ungefähr, es ist ein Newsletter, ihr könnt euch aber mit einem Klick wieder austragen, wenn ihr keinen Bock drauf habt und nur das Geschenk haben wollt, ist völlig okay. Aber wenn ich Texturen, ich bekomme einen Gutschein von War Exchange, den werde ich in 1 bis 2 Wochen auch rausschicken. Da bekommt nochmal jeder von euch so um die 20 Euro für War Exchange. Das ist eine Plattform, da bekomme ich meine Texturen her. Also ihr könnt eigentlich nur profitieren. Jetzt wollen wir uns das Ganze aber mal in live ansehen und ich bitte meine Praktikantin Alisa auf die Bühne und klatscht mal für sie. Die macht das erste Mal 6 Tage Photokina mit. Die ist schon ganz schön, musste schon ganz schön viel mitmachen. So, ich gehe mal in meine Capture-App. Genau, dauert ein bisschen. Und jetzt gehe ich, seht ihr hier, gehe ich auf Muster. Dann seht ihr schon, hier sind schon einige Muster gemacht. Das seht ihr jetzt dann auf dem Fernseher gleich wahrscheinlich. Ich drücke Plus. Sieht man es schon? Muss ich meine Präsentation ausmachen? Wir warten kurz, weil das müsst ihr gesehen haben. Wir gucken mal. Ah, jetzt seht ihr schon, bin ich schon in den Mustern drin. Und jetzt halte ich das Ganze auf Alisa. Und jetzt sieht das ja noch so unspannend aus. Das sind ganz, ganz viele kleine Alisas. Wir können es aber spannender machen, wenn wir das Muster umstellen. Und jetzt, Alisa, darfst du dich wieder bewegen. Langsam. Genau. Und dich dabei, mach mal Hula Hoop. Das ist etwas hypnotisch, was dann hier abgeht. Aber so könnt ihr wahnsinnig viele Muster selber kreieren. Also mein Model Alisa ist jetzt ein wunderschönes Muster, was ich in meine nächsten Bilder einbinden kann. Ich speichere das Ganze ab und wenn ich dann mit dem Internet verbunden bin, ist es direkt in meiner Creative Cloud, in meiner Library und ich kann damit arbeiten. So, speichern wir einfach ab. Ihr könnt euch natürlich auch Pinsel selber machen. Ihr seht, da sind schon ganz viele, die ich selber kreiert habe. Ich drücke auf Plus. So. Und dann kann man sich Pinsel selber machen. Damit habe ich zum Beispiel den Bilderrahmen fotografiert. Ja? Hier würde ich das Ganze jetzt umgekehrt machen. Und dann hätte ich zum Beispiel mein Logo, der stellt auch so ein bisschen frei. Müsst ihr einfach mal zu Hause ausprobieren. Da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten. Verschnörkelte Bilderrahmen kann ich euch nur ans Herz legen. Tolle Texturen. Danke, Alisa. Und wir machen weiter mit der Photoshop-Datei. So, dann gehen wir mal rüber. Schließen die Präsentation und gucken uns das Ganze live an. Hier seht ihr, jetzt habe ich meine Bibliothek, die findet ihr unter Fenster, Bibliothek. Alles, was ich schon so fotografiert habe, auch Farblooks, Pinselspitzen, alles drin. Ich habe auf alles Zugriff und das Geile ist, ihr könnt auch Lieblingstexturen, Logos, alles mit reinladen. Das muss ich selber auch noch machen. Ich leide momentan etwas unter Zeitmangel und dann habt ihr all eure Lieblinge in dieser Bibliothek drin und mit einem Klick könnt ihr sie wirklich aufs Bild laden. Wir beginnen jetzt ganz unten. Ihr seht das Bild nach der Lightroom-Optimierung jetzt hier geöffnet. Und jetzt klicken wir uns Step by Step durch das Bild und gucken, wie hinterher dieses farbexplosive Märchenbuch-Look-Bild wirklich auch entstanden ist. Der erste Step war transformieren und verflüssigen, das Bild etwas in die Länge ziehen mit dem Pfeilwerkzeug und am Arm hier unten etwas verflüssigen über Filter verflüssigen. Ja, das findet ihr hier unter Filter. Dann seht ihr, steht hier eine Ebene, die heißt Hautgrund, also eine Hautgrundretusche. Da zoome ich mein Bild rein, damit ihr das Ganze auch nachvollziehen könnt. Denn hier war ein Haar, ich war Workshop-Trainerin, fotografiere dann selber nur 5 Minuten, dann sind meine Teilnehmer dran. Demnach habe ich auf das Haar nicht geachtet. Wenn ich sonst fotografiere, hätte ich geguckt, dass die Haare selbst schon aus dem Auge raus sind. Nichtsdestotrotz konnten wir das ganz einfach wegmachen. Transparente Ebene. Angeklickt, aktuelle und darunterliegende Ebene, ausgewählt den Reparaturpinsel und schon könnt ihr das Ganze super gut ausblenden. Es folgte eine Hautretusche. Diese Hautretusche-Methode nennt sich Abpudern und dieses Abpudern findet ihr zum Beispiel auch auf meinem YouTube-Channel als kostenloses Training. Muss ich aber bald nochmal updaten, weil ich habe da noch was Neues letztens gelernt und das muss ich unbedingt einbinden. Wow! Dann haben wir hier eine Verlaufsumsetzung im Bild und jetzt zoome ich einfach mal wieder raus. Die bringt mir Kontraste.
Die Verlaufsumsetzung findet ihr unter Neue Füll- und Einstellungsebene an vorletzter Stelle. Es handelt sich einfach, wenn ich reinklicke, um eine Schwarz-Weiß-Verlaufsumsetzung im Ebenemodus weiches Licht auf 50%. Der Wert liegt oft zwischen 30% und 50%, je nach Bild. Das müsst ihr ausprobieren. Aber gerade bei kräftigen Farben darf es auch mal ein bisschen mehr sein. Jetzt seht ihr hier schon die Ebene Dodge and Burn. Malen mit Licht und Schatten. Contouring heißt das Ganze bei uns Mädels im Real Life. Und das könntet ihr euch auch mal anschauen, wenn ihr richtig lernen wollt, Dodge and Burn. Dann guckt einfach mal nach Contouring-Paletten, nach Contouring-Schablonen im Internet. Was Helles wird hervorgehoben, was Dunkles wird abgedunkelt. Und so könnt ihr das Gesicht perfektionieren. Ich klicke mal rein. Und ihr seht einfach, dass das Ganze ein bisschen plastischer wird. Das ist hier einfach eine Ebene, neue Ebene, 50% Grau auf dem Modus weiches Licht. Und mit dem Abwedler kann ich dann eben Licht und Schatten ins Bild bringen. Dann habe ich eine Kopflichtebene, damit habe ich das Model etwas zum Strahlen gebracht. Das ist einfach eine leere Ebene im Modus ineinander kopieren. Mit dem weißen Pinsel male ich Licht, mit dem schwarzen Pinsel male ich Schatten. Ich kann aber auch super zum Beispiel mit Farben malen. Ich könnte das Rot verstärken, ich könnte die Schminke ein bisschen verstärken. Da ist alles möglich. Guckt, dass ihr mit einem weichen Pinsel arbeitet, damit ihr keine harten Kanten bekommt. Es folgten ein paar Rosenblätter, die hatte ich nicht selbst fotografiert. Aber zum Beispiel, wenn ich solche Texturen oft benutze, könnte ich die mir jetzt hier einfach in die Library mit reinziehen und ich hätte sie dann immer gleich parat. Jetzt seht ihr hier schon Capture Muster. Ich klicke das Ganze mal auf, aktiviere es und dann seht ihr, habe ich hier die ersten Muster eingefügt. Ja, so. In verschiedenen Ebenenmodi, ineinander kopieren, multiplizieren, dunklere Farbe, aufhellen. Spielt mit den Ebenenmodi, das macht ein Bild spannend, das macht Muster viel, viel variabler. Ihr könnt viel mit einem Muster viele unterschiedliche Dinge machen. Die Muster aufs Bild bekommt ihr einfach, indem ihr auf das Muster klickt. Schwupps, ist es auf dem Bild. Ihr könntet den Ebenenmodus variieren. Aber dadurch, dass wir das Muster jetzt hier schon drauf haben, brauchen wir es natürlich nicht noch ein zweites Mal. Es folgte ein Color Lookup. Auch dieses Color Lookup habe ich mit Capture gemacht. So ein leichter Rotstich, damit das ganze Grün auch so ein bisschen stimmiger wird. Und dann folgte Märchenbuch Capture. Und das heißt, die ersten Schriften kamen ins Spiel. Ihr seht es hier, wenn ich mal reingehe. Das sind jetzt hier die Pinselspitzen, die ihr hier seht. Einfach reingestempelt in verschiedenen Farben, verschiedener Deckkraft. Wir können mal gucken. Einmal Ebenenmodus ineinander kopieren, also da wirklich spielen. Weiches Licht sieht auch immer sehr schön aus. Und nochmal ineinander kopieren und dann eben seht ihr hier sehr, sehr viel maskiert. Ich habe nochmal unscharfe Blütenblätter reingebracht. Das ist die gleiche Textur wie gerade zuvor, nur halt ein Weichzeichner drüber gelegt. Also Textur anklicken, Filter, Weichzeichnungsfilter, Gauscher Weichzeichner, Radius 5 bis 10, die werden ein bisschen unscharf. Dadurch sieht es so aus, als wenn sie näher an dem Objektiv dran wären und wir haben automatisch viel mehr Tiefe im Bild. Licht darf natürlich bei mir nicht fehlen. Wer meine Bilder kennt, weiß, Licht muss immer mit rein. Und auch das ist einfach eine Textur im Modus negativ multiplizieren. Wir haben hier einen schwarzen Hintergrund. Alles, was ihr negativ multipliziert, was schwarz ist, wird unsichtbar. Und so bleibt am Ende nur der Lichtschein übrig. Lasst es bitte auch auf 100%, denn sonst verliert es so ein bisschen an Leuchtkraft. Und Licht muss leuchten und von innen heraus strahlen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es folgte noch eine Verlaufsumsetzung, diesmal genau umgekehrt. Auch schwarz-weiß, aber umgekehrt angeklickt und dann weiches Licht. Dadurch wird das Ganze plastischer und malerischer. Also kriegt gleich diesen gemalten Look, ohne dass ich den Ölfarbefilter überhaupt angepackt habe. Also geht auch so. Dann lege ich immer gerne Tonwertkorrektur drüber, weil dadurch, dass es so flau gemacht wird, verliert es so ein bisschen an Tiefe und die Tonwertkorrektur bringt dann in diesen malerischen Look wieder ein bisschen dieses knackige Farbenfrohe rein, was meine Bilder eben ausmacht. Es folgte eine Texttextur, einfach wieder negativ multiplizieren. Wie hat der Kelvin so schön gesagt, irgendwie Texturenparty auf dem Bild. Aber hey, ihr braucht das Feingefühl, um eben so mit Texturen arbeiten zu können. Und das ist wirklich Übung, also nicht nach dem ersten Mal aufgeben. Man muss dieses Jonglieren mit einer Masse an Texturen einfach lernen, verinnerlichen und immer weiter üben. Capture Pinsel. Ihr seht, hier sind jetzt vier
Texturen drin, viermal Pinsel, einfach die Eckpinsel. Jeder Pinsel bitte auf eine Extra-Ebene, dann könnt ihr den eigen transformieren, von der Größe verändern, von den Pinseln ein bisschen, von der Stärke ändern. Das ist viel besser, als wenn ihr alles auf eine Ebene packt. Ja? Wenn dann einer irgendwie falsch ist, könnt ihr die Ebene löschen, das ist nicht alles weg. Das macht viel mehr Sinn. So, den wollen wir mal aktivieren. Und ihr seht, mit Gruppenarbeiten macht auch Sinn, weil sonst wäre ich jetzt schon raus und hätte den Überblick verloren mit den ganzen Texturen. Noch ein Color-Look-Up, was das Ganze so ein bisschen den krassen Rotton entzieht. Und nochmal Pinselspitzen, Fairyland, einfach die, die das Model umgeben. Auch wieder in verschiedenen Ebenen-Modi, einmal multiplizieren und nochmal multiplizieren. Multiplizieren macht das Ganze dann so ein bisschen kräftiger. Schön ist, wenn ihr eine Textur mit weißem Hintergrund habt und multipliziert wird alles, was weiß ist, unsichtbar. Ja? Das heißt, ganz oft müsst ihr gar nicht freistellen, ihr müsst nur wissen, wie ihr mit Texturen jongliert. Ein bisschen was drüber für den Märchen-Look-Effekt, wieder eine Textur, Ebenenmodus multiplizieren, ganz geringe Deckkraft und dann den Grünton ein bisschen verstärkt, weil Rot und Grün sind komplementär, pushen sich gegenseitig und so sieht das Bild noch ein bisschen mehr leuchtend aus, kriegt noch mehr Intensität und das macht meine Bilder ja eben aus. Dann haben wir eine leichte Tonwertkorrektur nochmal drüber für die Leuchtkraft, so richtig. Jetzt leuchtet es von innen heraus, sieht sehr elfenhaft aus. Und als Finale nochmal einfach den Camera Raw Filter. Damit könnt ihr eine Vignette machen, ihr könnt den Dunst-Entfernen-Filter ein bisschen reinknallen. Das bringt einfach Fairy Look ab und dann sieht das Bild wirklich sehr märchenhaft aus. Und zu guter Letzt unten diese sehr kontrastreichen Arme, einfach mit Pinselspitzen etwas vertuscht. Und fertig ist das Fairyland-Bild. Boah, auf den Punkt bin ich fertig. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Das war mein letzter Vortrag auf der Photokina, aber später bin ich noch hier auf dem Sofa und werde ausgelöchert. Kräftiger Applaus bitte für Laura Hennig.